Wir haben jahrelang geplant. Jetzt ist für alle Menschen sichtbar. Hier entsteht ein hochmodernes Flugfeldklinikum. Und wir sind froh darüber, dass es jetzt endlich losgeht mit den Bauarbeiten. Ganz besonders stolz war ich in den letzten Monaten, dass wir nach einem sehr strukturierten und zügigen Bauantragsprozess die Baugenehmigung im Juli erhalten haben und somit in der Lage sind, bereits seit August den Rohbau durchzuführen. Seitdem sieht man schon einiges draußen. Wir haben den Aushub weiter vorangetrieben, die ersten Kräne stehen und auch die Containeranlagen sowohl für die Bauleitung als auch für die Baufirma sind aufgebaut. Mittlerweile haben wir auf Bauherrenseite mit der ausführenden Firma Leonhard Weiß einen sehr guten Flow entwickelt. Ich habe ein sehr gutes Team um mich herum und wir sind bereit, das Ding jetzt richtig in Schwung zu bringen. Das Bau-Jouffix ist für uns eine sehr wichtige Besprechung. Das findet eben einmal wöchentlich statt. Und da geht es darum, dass wirklich alle aktuellen Themen berichtet werden können. An den Baustellenbesprechungen sind die ausführenden Firmen beteiligt. Das ist im Moment die Rohbaufirma der Leonhard Weiß. Wir Ernst Quadrat als Bauleitung oder auch Fachplaner, wenn Bedarf besteht. Im Moment gerade läuft noch der Restaushub durch unsere Kollegen vom Straßenbau. Dann werden Sauberkeitsschichten betoniert, die Verbauarbeiten werden abgeschlossen und dann geht es eben sukzessive wirklich von der Gründung nach oben im Rohbau. Die nächsten Gewerke auf der Baustelle sind dann erstmal die Fassadenarbeiten, dann kann der Ausbau innen im Gebäude eben starten. Es geht voran und daher ist die Stimmung im Moment sehr gut bei uns. Parallel zum Flugfeldklinikum errichten wir in unserer Verantwortung den Hochpunkt mit dem Parkhaus Ost. Das Projekt ist entstanden dadurch, dass man sich entschieden hat, aus dem Flugfeldklinikum neben dem Hochhaus die Verwaltung rauszuziehen, um mehr Räume auch für die medizinische Nutzung zu erhalten. Sowohl die Funktionalität als auch die städtebauliche Seite ist sehr gut miteinander vereinigt. Im Hochpunkt mit dem Parkhaus Ost werden die zentralen Funktionen der Verwaltung und der Akademie untergebracht. Dort wird die Klinikschule für kranke Kinder sein, eine Betriebskindertagesstätte sowie Mitarbeiterwohnungen. Die Kinderbetreuungseinrichtung ist was ganz Wertvolles für uns im Hinblick auf die Gewinnung von Mitarbeitern. Und da sind wir enorm froh drüber, dass wir das so in dieser kurzen Zeit noch hinbekommen haben. Der Spatenstich ist für uns eines der entscheidenden Meilensteine, weil damit die Planung genehmigt ist, die Freigaben der Ämter da liegt und wir mit der Bauarbeit das starten können. Wir haben aber im Vorfeld bereits Abstimmungen mit dem Hochpunkt getroffen, um hier unsere Baufelder, die aneinander grenzen, abzustimmen. Das heißt Baustraße, Bauzaun, Logistiken und so weiter. Ja, insgesamt haben wir 570 Millionen Euro zu finanzieren. 226 Millionen Euro werden durch das Land gefördert. Dafür sind wir sehr dankbar. Der Großteil wird über Darlehen finanziert mit günstigen Zinsen. Und die dritte Säule sind die Eigenmittel mit knapp 100 Millionen Euro. Die Bürger und die Anwohner werden hier insofern entlastet, dass wir eben fixe Zeiten haben, in denen gebaut werden darf. Wir haben sämtliche Baustelleneinrichtungs-Zwischenlagerflächen so gewählt, dass sie weg von der aktuellen Bebauung Platz finden. Und wir versuchen, Staubemissionen eben zu vermeiden im Bauablauf. Wir nehmen gerade Fahrt auf und dann geht das Ding geradeaus. Am Ende übergibt man ein funktionsfähiges Gebäude und weiß, wie alle Handwerker da wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Wir hoffen, dass die Bauarbeit gut gelingen, dass sie unfallfrei verlaufen und dass wir dann im Jahr 2025 das Flugfeldklinikum in Betrieb nehmen können.